Das Weißbier aus dem Hofbräuhaus Traunstein ist mein heutiges Weißbier in der Weißbierwoche und das kommt mit einer schönen orange-goldenen Farbe ins Glas in der Nase. Hefe, fruchtig, Banane, getreidig und eine schöne Weizennote. Ja, cheers, ja zum Wohl. Süßlich, reife Banane, leichte Hopfennote, kräftiges Karamell, Weizen, weich im Mund, schlank, kräftige Hefe, aber insgesamt eine super Balance. Schlanker bis mittlerer Körper, eine feine, spritzige Kohlensäure und eine richtig schön weiche, cremige Textur. Im Nachgang kommt dann überraschend spät die Nelke noch dazu. Es bleibt eine schöne Süße stehen und geht dann auch fruchtig weiterhin zur Sache. Und über allem schwebt so ein schöner Weizenton. Richtig solides Weißbier aus dem Hofbräuhaus Traunstein. Wenn ihr die ganze Geschichte zu diesem Bier, inklusive der Geschichte des Hofbräuhaus Traunstein mit Weißbier wissen wollt, da gibt es viel zu erzählen, dann müsst ihr jetzt mal langes Video bei YouTube schauen. Alle anderen klicken hier gerne auf Folgen, wenn ihr keine Bierverkostung mehr verpassen wollt. So wie heute.